Hi-ho, Leute, ich begrüße euch wieder bei FTL. Wir waren ja letztes Mal doch recht weit schon gekommen und jetzt haben wir hier einen zivilen Sektor vor uns. Ich nehme einfach mal den unteren, weil mir gerade danach ist. Mal sehen, ob wir dann heute schon zum Endkampf kommen oder ob das dann bis morgen ausbleibt. Dann gehen wir da lang. Ich hätte gerne, echt gerne noch eine Waffe. Ja, Drone Parts für Scrap verkaufen nämlich sofort. Dann bräuchte ich halt irgendwie noch ein Shop hier mit noch so einem Burst Laser und dann noch dem Scrap, um den irgendwie anzutreiben. Ich habe mir ein FTL angetrieben. Ich glaube, da muss ich mal aufs Cockpit dagegen. Kommen sie nämlich nicht weg und können auch nicht ausweichen. Wenn unser Cloaking wieder runter ist, müssten die Waffen eigentlich wieder voll sein. Ja. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die Waffen von ihm. Kann er nämlich gar nichts mehr machen. Wir warten lieber, bis wir wieder voll sind, bevor wir nochmal schießen. Dann bleibt nicht irgendwas an den Schilden hängen. Jetzt kann es mir, glaube ich, egal sein, wann ich schieße, weil da sollte ich auch so durchkommen. Ja, blop, 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 blop. Sehr schön. Scrap mitgenommen. Und Distress. Ich nehme erstmal den hier und dann den da oben. Ja, das probieren wir mal. Wenn wir Scrap bekommen und einen Rockman. Nett. Stech dich da mal hin. Nimm dich mal dahin. Nee, wir stellen nicht mal die Medi-Station, weil da hatten wir jetzt häufiger auch Angriffe hier in der Gegend. Kenner der verteidigen. Und wir gehen schon mal weiter zum nächsten. Auch die Sultan. Mit richtig krasser Bewaffnung. Das Problem ist vor allen Dingen, das wird zwar jetzt prinzipiell dort auch Schaden machen, aber dadurch, dass wir die alles Schild haben, ein Großteil unserer Projektile erstmal abgeprallt ist. Und damit nicht wirklich nützlich war. Tja. Gut, da hat sich jemand verbessert. Ich glaube, unser Schildmann ist jetzt endlich besser geworden. Ja, gerade eben. Aber immerhin. Immerhin. Die dicke Kanone hat er da immer noch. Das heißt, das wird gleich ganz schön wehtun. Nee, das akzeptieren wir nicht. Aber jetzt muss der sie einstellen und gleich können wir unser Cloaking wieder nutzen. Nach dem nächsten Salve. Und gleich, dass er sie einstellen musste, ist auf jeden Fall resettet. So, jetzt haben wir noch Zeit zum Aufladen. Es ist halt schade, dass man nichts machen kann an Schilden oder so, um irgendwie gegen Raketen vorzugehen, außer die Abwehrdrohnen, die halt eine Drone Control brauchen. Ja, wieder Drone Parts brauchen und sowas. Das kostet halt alles. Ja, wir haben richtig viel Geld gerade. Jetzt bräuchte ich halt nur noch eine Waffe dafür. Oh, du hast reichlich Drohnen und reichlich Waffen. Und reichlich Schilde stelle ich gerade fest. Ich sollte gleich erstmal auf die Schilde gehen. Oder? Nö. Das ist einfach so, dass ich damit schon mal die Schilde kaputt machen, dann können die anderen nämlich ohne Probleme durchschlagen, oder? Ist egal. Wichtig ist, dass der hier als letzter durchkommt. Weil ja, Solar Emit. Den Solarsturm kann ich aber auch nichts machen, außer Türen aufreißen. Drei. Tür wieder zu. So. Damit gibt es dann meine Belohnung. Und wir springen mal wieder weg. Und gucken mal, dass ich irgendwo hier noch einen Shop finde. Weil das wäre echt ärgerlich. Mit dem Geld kann ich mir richtig viel noch kaufen. Und wir machen hier auch noch immer mehr gegen die. Wir brauchen aber leider auch die Waffe, weil gegen den Endgegner ist das mit dem, was wir bisher haben, ein bisschen zu knapp bemessen. Die sind zwar nett, aber dafür machen die nicht genug Schaden. Da wird noch mehr her müssen und da sind seine Jungs schon wieder tot.
Unser Antriebsmann hat sich verbessert, auch nett. Aber irgendwie schlagen wir jetzt nicht so effektiv durch. Ich sollte vielleicht mal auf die Schilde gehen beim nächsten Durchlauf. Fuel Drone Parts Scrap? Nö. Hauen wir lieber unseren Effekt hier an. Kannst du währenddessen auch reparieren, weil kann... Gut, seine Waffen kann er eh nicht aufladen. Und es ist scheinbar gebrochen oder brennt. Denn da ist der Schaden nochmal runtergegangen. Und das passiert normalerweise halt nur, wenn irgendwie schon ein Riss da ist, der sich weiter reinzieht oder ein Feuer. Schade, dem konnten wir nicht mehr helfen. Gehe ich mal hier runter in Hoffnung, hier einen Shop zu finden. Oh Mann, ich will einen Shop. Dann guckt euch die Preise an. Weil die Preise, sage ich schon, das, was wir an Geld haben, an. Wo seid ihr denn da rein? Das ist ja eine Kackstelle. Aber wir kriegen auch euch dazu, dass ihr mit der Zeit ersticken werdet. Vor allen Dingen bei dem Raum, an dem ihr gerade arbeitet, hilft euch das alles nichts. Wir geben auf die Schilde. Wir haben einen Schaden dran gemacht, wow. Haben wir hier gar keine Kampfcharaktere? Nein, dann geht der Rock schon mal damit hin. Vielleicht habe ich auch Glück und die Tour hält lang genug. Ja, hat sie, sehr schön. Dann können wir alles wieder zumachen. Kann ich auch schon mal anfangen zu schießen. Solange er seine Schilde eh nicht hat, kann das ja, mir das ja egal sein. So, sehr schön. Kaputt. Und hier richtig noch was. Oh, und da ist ein Store. Hoffentlich hat der jetzt Waffen. Die brauche ich so dringend. Und da muss ich ja noch zum Exit kommen. Das darf ich nicht vergessen. Nein. Na toll. Wir können das mitnehmen. Wir könnten uns jetzt hier eine Drone-Controller und Crew-Teleporter holen. Wir hätten auch noch die Energie dafür zur Verfügung. Den nehme ich einfach mal mit, weil ich es kann. Denn... den haben wir natürlich nicht hoch genug. Ich könnte den hier noch auf eine zweite Stufe, dass es schneller geht. Das wäre interessant. Auto-Evasion kann mir egal sein. Cloaking wäre noch lustig. Weil hält dann länger. Ja, machen wir erstmal. Oh, die kostet sogar nur einen und sie bringt mir vor allem auch gerade erstmal nichts, stelle ich fest. Wir gehen direkt mal dahin, bevor es schief geht. Chargen hier FTL Drive, das Problem ist alles. Das Problem ist, ich mache halt kaum Schaden. Ich muss jetzt jedes Mal auf die Schilde gehen, damit ich überhaupt eine Chance habe, irgendwie was durchzubekommen. So, haben wir wenigstens Schaden gemacht. Die Systemreparaturdrohne wird halt unsere Sachen wieder heile machen, aber das bringt uns halt nicht so viel. Schade, da haben wir das Schild leider nicht kaputt bekommen, aber seinen Waffen auch schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Ja gut, jetzt sollten wir es gleich haben. Ja, schade, er ist kurz vorweggekommen, das war ungeschickt. Und dann ab zum Exit, das wird knapp, aber wir kommen zum Ende und dann auch zum Endkampf. The Last Stand. Achievement unlocked Ballista Phobia, weil wir keine Missiles genommen haben wahrscheinlich. Ja, wir kriegen noch ein bisschen Fuel. Da ist ein Store, okay. Und er ist ganz da hinten. Das ist halt eine scheiß Szenerie. Anti-Ship, Anti-Person. Ich habe kein Geld. Das ist das Problem, aber die kann weg. 44, ne, das reicht nicht. Ich muss erstmal irgendwo hier kämpfen. Und dann wieder zurück. Währenddessen kommt er uns ja eh auf uns zu. Heilwitzka. Und wo ist hier was rein teleportiert? Ich sehe nur nicht wo.
Oh, direkt sind die Medibay. Dann gehst du da mal mit rein. Und wir machen uns mal unsichtbar. Dann sollten wir die Medibay sollten wir auf jeden Fall halten können. Wir nutzen die Zeit mal, da ein bisschen Ruhe zu kämpfen. Ein Treffer wieder, na super. Ich lasse euch mal beide dort. Zum Glück hat er die große Waffe noch nicht getroffen. Ja, wieder nicht getroffen, sehr gut. Und da ist die Evasion unheimlich wichtig, deswegen habe ich da so viel reingesteckt. Wenn wir damit eine Chance haben, prinzipiell auszuweichen. Und ich hoffe, ich kriege von dem wenigstens ein bisschen Geld. Und dann machen wir das an, dann kann er mich nämlich nicht mehr treffen. Und hier arbeiten wir schon mal wieder damit, dass wir mal auf die Waffen gehen. Einer mal weiter auf die Schilde und der Rest da drauf, dann haben wir den gleich. So. Ja, das ist genug Scrap, direkt mal... Was jetzt? Ach nicht, der ist weg. Super. Toll. Großartig, dann kann ich das auch hier irgendwo reinstecken. Die Frage ist nur, wo rein? Hätte ich die Drohne mal behalten, hätte ich wenigstens was von ihr gehabt. Fuck, ärgert mich das. Wenn ich mir mehr Energie hole, alleine bringt mir das nichts. Ich glaube, ich hole mir einfach mal hier Kamera. Und dann sehe ich, was die so machen. Dann springen wir ihm mal entgegen. Er hat Drohnen, aber scheinbar keine Verteidigungsdrohnen. Oh, er hat Boarding-Drohnen. Oh, Schande, wird das ätzend. Super, die haben dann nämlich auch gleich die Hülle aufgerissen. Ihr habt reduzierte Leben. Na, großartig. Ihr müsst mal alle dahin und ihr beiden müsst mal dahin. Damit gebe ich zwar mein Evasion auf, aber ich habe kaum eine andere Wahl. Weil sonst kriege ich die Drohnen halt einfach nicht kaputt. Und damit dann auch nicht repariert. So, und dafür haben wir jetzt bei ihm für einen Riss gesorgt. Sehr gut. So, reparieren. Ne, Mantis muss raus. Puh, Glück gehabt, den hätten sie mir fast noch zerschossen. Und hier muss ich jetzt mal auf die Waffen gehen. Na, ja, das hilft mir nichts, das anzunehmen. Du warst Pilot, du warst Antrieb. Jetzt brauchen wir euch nämlich wieder da, wo ihr hingehört. Und ich muss gleich mal aufpassen, wenn das nächste Mal seine Rakete kommt, falls sie überhaupt noch kommt. Oh, du musst da auch raus. Du gehst da mal rein, du hast auch gut Leben und hältst lange durch. Sehr schön, du kommst da schon mal raus. Jetzt müssen hier durch die Leute wieder geheilt werden. Und du musst da oben eh noch erstmal noch reparieren. So, du warst für die Schilde zuständig und bist heile. Du warst Pilot und bist heile. Du musst noch heile werden, du gehst erstmal mit raus, du musst noch heile werden, ihr dürftet okay sein, sehr schön. Und wer warst du jetzt? Waffen, ja, du bist doch voll aufgepowert, das ist sehr gut. Unser Pilot ist mittlerweile auch so gut, der Schildmann ist leider, aber die Schildfrau, ich denke. Ein Noob, weiß ich nicht, was es ist, aber braucht auf jeden Fall noch was. Und der Antrieb ist auch sehr gut und ihr beiden geht wieder da rein. Jetzt haben wir hier prinzipiell noch Punkte, die ich ausgeben könnte für mehr da drin. Ja, warum nicht? Für die Evasion.
Wir gehen mal da rum, dann kann ich dahin springen, wo er gerade ist. Erstmal muss ich das wieder kaputt machen. Sehr schön, Schilde erstmal gut down. Das heißt, ich kann gleich mit dem Burst Laser drauf. Und mit dem anderen dann auf die Waffen. Sehr schön. Er hat zwar noch sein Ding, aber das kann mir ziemlich egal sein. Die Schilde müssten wir eigentlich auf Dauer unten halten können und die Waffen kriegen wir auch kaputt. Ich hoffe mal, dass irgendwie einer von denen nochmal eine Waffe droppt, dann wäre ich glücklich. Dann wäre ich echt glücklich, weil sie droppen einfach nur unheimlich viel Scrap. Nein, wir warten auf keinen Fall, wir gucken nochmal. Das hilft mir irgendwie alles auch nicht wirklich weiter. Und 120 dafür habe ich nicht. Dann warten wir erstmal und stürzen uns in den Kampf. Er cloaked. Soll er nur. Bringt mir nicht viel, wenn ich da jetzt gegenhalte. Kann ich besser gleich schießen und dann selber cloaken. Ich muss gleich mich an seine Schilde ranmachen. Das wird schwer genug. Das Gute ist, wir schlagen halt durch mit dem hier ein bisschen. Das heißt, wir brauchen nicht ganz so viel Schaden zu machen, machen dann aber immer noch Schaden am System hinterher. So, da haben wir seine Schilde erstmal schon mal down. Jetzt müssen nur unsere Schilde und unsere Evasion lang genug halten. Und jetzt lässt er darauf, welche Waffen will ich schnell weg haben. Ich glaube, das war die ätzende. Ja, die haben wir natürlich auch getroffen. Und er cloakt schon wieder. Also wieder aufladen ist der sehr schnell drin. Das muss man ihm ja lassen. Aber unsere Ziele bleiben zum Glück. Das heißt, er kann... Jetzt cloaken wir mal, dann können wir nämlich in Ruhe aufladen. Mein Kamerasystem ist ausgefallen. Darfst du direkt mal hochgehen, dich drum kümmern. So, da er jetzt sonst weiter reparieren kann, schießen wir jetzt auch schon mal wieder. Und er repariert dann nämlich auch garantiert. Und Pause raus. Die Raketen von ihm sind immer noch echt böse. Ich hätte ja gehofft, dass wir mit Evasion da ein bisschen dran vorbeikommen, aber irgendwie ist dem nicht so. Und irgendwie fällt unser... Ich muss da auch wieder Power reintun. Jetzt funktioniert das nicht. Aber jetzt sehen wir wieder. Schicken dich mal wieder dahin. Oh, scheiße, mein Mantis, es geht da gleich drauf. Der Rock hält das zum Glück aus. Und da haben wir ihn erstmal kaputt. Wir müssen erstmal reparieren. Und heilen. Und ja gut, dann fehlt mir währenddessen da irgendwo eine Energie. Dann nehme ich halt die da erstmal raus. Wobei, wir haben aber noch... Schwupp, jetzt geht sie da erstmal wieder verloren. Das ist aber egal, denn da kommt sie wieder rein. Da können wir sie da wieder machen. So. Ich könnte mich jetzt hinstellen und das noch höher machen. Aber ich glaube, weiß nicht, ob sich das so lohnt. Ich glaube eher, wir gehen damit direkt schon mal hinterher. Und versuchen das einfach weiter. Weil jetzt kommt nämlich der ätzende Part. Er hat zwar sein Cloaking verloren, aber er macht halt immer noch unheimlich viel. Man sieht schon, wir haben im Endeffekt keinen Schaden gemacht in der ersten Welle. Seine Drohnen sind übelst. Und ich habe eigentlich als Ziel wirklich nur die Schilde. Was anderes kann ich nicht machen. Wir treffen da auch noch nicht. Da hat er eine Drohne reingeschickt, ja. Er schießt mir die jedes Mal weg. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Du musst da raus. Du kannst schon mal reparieren, ja.
Damit haben wir einzelne Treffer mal und da haben wir eine Drohne drin. Und da haben wir Feuer drin. Das heißt, wir müssen erstmal gegen das Feuer vorgehen und schauen, was die Drohne so vorhat, weil meine Drone Control kann sie ruhig kaputt machen. Das ist mir egal. Du musst dich heilen. Und da muss Sauerstoff wieder rein, ganz dringend. Und wir müssen ganz dringend da drauf schießen, davon, dass wir irgendwas treffen. Leider keiner getroffen. Hätte ich da Leute von ihm mitnehmen können. Dass er da oben einen Riss reingemacht hat, ist auch böse. Wir kommen da einfach nicht durch. Ihr müsst jetzt mal dahin. Also wir machen das anders. Wir sammelt euch erstmal davor. Und jetzt haben wir bei ihm mal was getroffen. So. Geht mal ruhig da rein. Dann kämpfen wir dort gegen ihn komplett. Und ich mein Schild man eigentlich nicht mitnehmen wollte. Da geht mal wieder zurück zu den Schilden. Die brauchen wir sicherlich noch. Wenn ich jetzt da irgendwo treffe, ja, sehr gut, wir haben seine Schilde weiter runterbekommen. Dadurch habe ich theoretisch gesehen die Chance, so, ihr müsst euch darum kümmern, ganz dringend, und alle Türen müssen wieder zu, bevor mir der Sauerstoff ausgeht. Na, jetzt, böse Treffer. Ein Teil meiner Waffen ist ausgefallen, das ist ätzend. Und der Mantis muss schon mal zurück, ja. Du kriegst das hoffentlich noch heile. Da brennt es nur. Hier muss wieder geschossen werden. Sehr gut. Das Reparieren des Systems ist mir total egal. Du musst damit rein. Teil meiner Türen ist ausgefallen. Das ist sau uncool. Cloaking an. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe vor deinen Schüssen. So. Und da musst du mal mit reinhelfen, so gut es geht. Dich brauche ich da zwangsweise noch. Du musst da auch mit rein. Und du reparierst da zum Glück schon. Hier können wir das Feuer bekämpfen. Ihr müsst da geheilt werden gerade. Das haben wir zum Glück gleich kaputt. Du musst aber mal eben raus. Du hältst nicht mehr so viel aus. So. Ihr müsst euch darum kümmern. Du musst wieder da rein. Das muss jetzt endlich mal weggehen, das scheiß Feuer. Dann können wir den nämlich gleich einfach darüber holen. Gebrochen ist gerade nichts. Sehr gut. Wer blinkt gerade hier einer, nicht? Ja. Oh, da ist noch was reingekommen. Dürft ihr direkt rüber. Da feuern wir schon mal wieder. Gottes, das brauchen wir da lange. Ein Hub hat Schaden. Ja, ein Hub kann ich gar nicht helfen. Du hast doch noch Schaden. Das ist egal. Das Ding ist geheilt. Cloaking an. Und ihr müsst da hinterher. Wobei, das schafft der Mantis auch alleine. Türen müssen... Scheiße, Türen können gerade nicht wieder zu. Du musst dich um die Türen kümmern. Ganz dringend. Ja. War das knapp. Mein Mantis hier hat das zum Glück geschafft. Ihr lebt alle noch. Und du musst nur aus dem Sauerstoffloch in den Raum raus. Und wir machen es also, ich werde jetzt hier erstmal alle Türen wieder zu und ich werde jetzt alles mal reparieren und die Leute wieder hinschicken und da wir jetzt die 25 Minuten wieder voll haben, machen wir für heute einen Cut und morgen kommt dann der Rest, wenn ich es schaffe, mich vorzureparieren. Bis dann, Leute. Macht's gut.